Reisen, Sportsfreunde. Ja, ich nutze jetzt, also das ist völlig off-topic. Ich warne vor, für alle Leute, die jetzt irgendwas mit Basketball oder sowas erwarten, die haben bei dem Titel wahrscheinlich schon nicht hingeguckt, ist aber egal. Ich mache dieses Video, weil ich stinkend sauer bin, wirklich richtig, richtig salty, also Salt-Level. Und weil mich mal interessiert, ob das, was ich vermute, und das ist wirklich eine Vermutung, das muss ich dazu sagen, ob da vielleicht auch andere Leute sind, die sowas sagen, ja, okay, da, so eine Vermutung hatten sie bei sich auch schon mal, bei einer oder anderen Sache, oder ob ich echt mir gerade einfach echt nur was zurechtspinne. So, long story short, also ich versuch's so kurz wie möglich. Also, ich bin ja dafür bekannt, dass ich eigentlich kein Fan von Yeezys bin. Liegt aber nur daran, dass ich finde, der Schuh ist total overhyped und gar nicht so geil, wie alle sagen. Jetzt kam der Yeezy Static raus, den ich persönlich wirklich, wirklich gefeiert habe. Der hat mir richtig gut gefallen. Dementsprechend versucht einen zu kriegen und ich habe auch einen gekriegt. Dachte ich zumindest. Hab bei Footlocker einen bestellt. Bestellbestätigung, alles, Geld haben sie auch gekriegt und so. So, dann war der unterwegs. Ich hoffe jetzt mal, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video zusammenschneide, man diesen DHL-Verlauf noch sehen kann. Der Schuh wurde also, ne, irgendwie sein Weg und dann wurde er ins Auto geladen. Und ich war schon super excited, hab mich super drauf gefreut, hätte auch ein kleines Video dazu gemacht, bla bla bla. Und dann hieß es aber, wurde in Transporter geladen und kurze Zeit später hieß es, Paket wurde beschädigt, geht zur Neuverpackung zurück. So, um das kurz zu erklären, das liegt daran, dass große Unternehmen, wie zum Beispiel Footlocker, haben einen Vertrag mit DHL zum Beispiel, dass wenn der Karton oder irgendwas kaputt geht unterwegs, und das kann passieren, wenn zum Beispiel, was weiß ich, so ein Schuhkarton fällt runter und irgendein größerer, schwerer Karton fällt drauf, dann macht es Matsch und das ist einmal breit. Dann geht er zurück ins Lager von DHL, wird neu verpackt, neutral neu verpackt, kommt ein neuer Karton drum und dann geht er wieder zum Kunden. Und wenn dann halt ein Kunde da ist, der sagt, er hätte unbedingt gerne die Box vom Schuh oder sowas gehabt, okay, andere Baustelle, da muss man dann gucken, aber vom Prinzip her wollen ja die meisten Leute doch das haben, was drin ist, gar kein Problem. So, das war auch das, was gesagt wurde. So, also was da stand, in diesem, ihr kennt ja die Sendung. Und dann auf einmal, in Häkchen, der Shop. Ja, Paket wird nicht zu mir, sondern Paket geht zurück zum Sender, also zu dem, der es losgeschickt hat, also zu Footlocker. Und Footlocker hat einen Europa-Lager, sag ich mal. Die haben ein gigantisches Megalager in Europa, wo zum Beispiel die Yeezys, die was weiß ich, wie viele es gab, keine Ahnung, alle von da aus losgeschickt werden. So, der Schuh ist bekanntlich ausverkauft. Man kann natürlich im Resale kaufen, aber darum geht es ja nicht. So, dann rufe ich bei Footlocker an, frage, was ist los? Ich will meinen Schuh haben. Und dann meinen die, ja, da können sie nichts machen. Der Schuh ist, so auf jeden Fall als DHL so gesagt, ist zerstört, kaputt, beschädigt. Jetzt frage ich mich, wäre der irgendwo in der Sortiermaschine oder sowas, wäre das da schon passiert, hätte ich gesagt, okay. Ist blöd, kann aber sein. Was weiß ich, wenn da irgendwas klemmt und irgendwo hängen bleibt, dann vielleicht zerreißt es mal so einen Schuh. In so einer großen Maschine kann das ja sein. Aber das Paket war schon im Transporter. Und ich habe hier sowieso nur Probleme mit der DHL. Ich muss es leider, ich kann es ja so sagen, weil ich habe nur Probleme mit der DHL. Ich mache den Laden jetzt nicht schlechter, als er ist. Ich habe nur Probleme mit diesem Laden. Die kommen regelmäßig, bringen die Pakete nicht, klingeln nicht, meinen, es war keiner da, sagen, sie haben das Klingelschild nicht gefunden. Ich denke, Stories, die jeder von euch kennt. Aber egal, darum geht es nicht. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass dieser Schuh von DHL-Boten, den ich auch lange nicht mehr gesehen habe, muss ich dazu sagen, weil ich habe keine Ahnung, wer das gerade macht, einfach geklaut wurde. Weil wie zum Teufel soll man es schaffen, diese zwei Schuhe in dem Fall, in einem ganz normalen Transporter, ich meine, jeder von euch hat so einen Transporter schon mal gesehen, da sind halt die Pakete überall gestapelt, kaputt zu machen. Das Szenario, was ich am Anfang geschildert habe, dass das vielleicht runterfällt, weil was auch immer, und dann fällt was drauf und dann ist es platt. Okay, so what? Das kann ja passieren, aber dadurch geht der Schuh ja nicht kaputt. Da müsste ja sonst was passiert sein und genau das, ich wüsste nicht was. Und ich glaube einfach, da hat jemand, ein DHL-Bote, und das ist wirklich eine mutwillige Unterstellung, das gebe ich zu, aber ich äußere es ja nicht irgendwem gegenüber, sondern ich sage einfach, und ich vermute das, das gesehen, hat die Schuhe genommen und sagte, nice, und hat jetzt diese Schuhe. Warum ich das erzähle, ist einfach, mich würde interessieren, ob das wirklich totaler Bullshit ist und absolut nicht sein kann, und ich mir hier echt was ausdenke,
oder was her fantasiere. Oder ob Leute von euch sagen, ja, sowas in der Art haben sie auch schon erlebt. Ich muss dazu sagen, das ist ganz wichtig und das bitte doppelt unterstreichen. Ich habe schon zig DHL-Boten kennengelernt, die zum Beispiel mal hier gefahren sind oder die da, wo ich arbeite, bei meiner Firma, die da ausfahren, die sind super. Das sind Top-Leute. Ich freue mich, die zu sehen, die freuen sich, mich zu sehen. Man redet kurz miteinander, man fragt auch vielleicht mal, wie es geht. Einfach das Smalltalk. Ich zeige diesen Leuten auch gerne, dass ich es toll finde, dass sie diesen Job machen und dass ich mich freue, wenn sie nochmal 3 Stufen hochgehen, um mir das Paket zur Tür zu bringen. Und da freue ich mich auch drüber. Das ist geil. Aber es gibt halt auch die Arschlöcher, die einfach gar nicht erst klingeln und den Scheiß dann sonst wo lassen und dann kann ich ihn sonst wo abholen und wie auch immer, bla bla. Auf jeden Fall, es würde mich mal interessieren, habt ihr irgendwer von euch mal so eine Erfahrung gemacht oder könnt ihr euch vorstellen, dass ihr habt jetzt in dem Sinne nicht nur was mit DHL, sondern generell, dass bei so einem Unternehmen sowas passieren kann. Dass einfach mal einer sagt, er klaut dir ein paar Schuhe, eine Kamera, was auch immer und im Endeffekt seid ihr die Blöden, weil ich kriege mein Yeezy nicht. Der ist zurück zu Footlocker gegangen. Footlocker sagen selbst, sie können da wenig bis gar nichts machen. Der Schuh ist ausverkauft. Der geht da jetzt hin, der ist angeblich kaputt. Dementsprechend können sie den auch nicht wieder zurückschicken, weil er ist ja kaputt. Dementsprechend kriege ich mein Geld wieder und habe aber keinen Schuh bekommen. Und ich wollte nicht das Geld, ich wollte den Schuh. Naja, ich habe es auf jeden Fall jetzt mal erzählt. Ich bin mal gespannt, was jetzt dazu gesagt wird. Aber im Endeffekt einfach blöd gelaufen und wahrscheinlich ist es Karma, weil ich so gehatet habe auf Yeezys, auf speziell auf den Butter. Aber ey, wenn ihr jetzt bei StockX reinguckt, dann seht ihr, ich hatte recht. Der Butter ist unter Retail und StockX ist sauteuer, es gibt günstigere Modelle. Aber egal, darum geht's nicht. Naja, das war's von mir.